24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Boom. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rise, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 13. Episode des YPC Bank 2023 und damit zur dritten Folge der Gruppe C. Titelverteidiger Ton van Ham dominiert hier bisher das Geschehen. Nach Tag 1 führt der Youngster von Westin die Tabelle mit einer vollen Karte an und kann sich heute direkt ans Upgraden machen. Dahinter folgt sein Landsmann Sami Muhib, der an Tag 1 viel probiert hat und am späten Nachmittag dank Dreierfische in kurzer Zeit ebenfalls schon die Full Card eintüten konnte. Ein weiteres Plus für ihn, der Yosuri-Repräsentant hat bereits zusätzliche 10 Topwater-Punkte gesammelt. Trotzdem wird er sehr wahrscheinlich noch ein paar bessere Fische fürs Weiterkommen benötigen. Veit Wilde von Seika Pro liegt momentan auf Qualifikationsrang 3 und kann mit den Größen seiner bisherigen 4 Wertungsfische durchaus zufrieden sein. Was außerdem für ihn spricht, in den entscheidenden 8 Angelstunden wird der Routinier sich von vornherein auf seinen noch fehlenden Lieblingszielfisch, den Zander, fokussieren können. Gunky Teamangler Malte Gatz hat davon schon 3 in der Wertung, teils in sehr beachtlicher Turniergröße, nach etwas Hechtärger samt Vorfachbruch und daraus resultierender Zeitstrafe fehlt dem Rostocker nur noch ein Barsch und ein weiterer Wertungsfisch für die Fullcard. Alex Schmidt auf Platz 5 ist mit einem 49er Barsch überragend gestartet. Anschließend war es aber relativ ruhig beim YPC-Debütanten. Immerhin ein ordentlicher Zander hat sich in der zweiten Tageshälfte noch überreden lassen. Klar ist, der Mann von Sunline braucht noch 4 Fische. Sollte ihm das in halbwegs vernünftigen Größen gelingen, hat er dank der guten Fänge von Tag 1 sehr realistische Chancen aufs Halbfinale. Schlusslicht Daniel Andriani, der noch ohne Zähler dasteht, hat ein deutlich dickeres Brett zu bohren. Im Turnierverlauf haben nun aber schon einige bewiesen, dass ein Tag bzw. in 2 Fällen sogar nur ein halber Tag genügt, um 6 Wertungsfische zu fangen. Theoretisch also Zeit genug für den Hecht- und Barschgründer. Mal sehen, ob es ihm erneut gelingt, seine unbestreitbaren Comeback-Qualitäten abzurufen. So viel zum aktuellen Stand. Die Angler sind jetzt unterwegs zu ihren ersten Spots. Diesmal starten Ton, Veit und Sami in Zone 1. Daniel, Alex und Malte angeln in Zone 2. Guten Morgen, Leute, und willkommen zum Tag 2 YPC Bank 2023. Was ihr erwarten kann, naja. Ich hoffe, ein absolutes Feuerwerk. Ich habe das natürlich vorgenommen. Ich habe eine große Vision. Und wir brauchen ein Comeback des Jahres. Aber nichts ist unmöglich. Genau wie mein Plan aussieht und meine Strategie, das erfährt ihr bald, wenn wir am Wasser sind. Sei gespannt. Hallo liebe Zuschauer, es ist ja so, dass ich aktuell in meiner Gruppe auf Platz 3 stehe, allerdings fehlen mir noch 2 Fische und das sollen nach meinem Wunsch Zander werden, Zander mein Lieblingsfisch. Das ist eigentlich eine ganz schöne Situation, dass ich da heute zuerst drauf angeln kann, das werde ich auf jeden Fall auch genauso tun und ja, ob es die 2 Zander gibt. Ob sie dann auch maßig sind und wie groß sie dann genau sind, das werdet ihr sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen schönen Tag am Wasser und hoffentlich ein paar geile Tucks. Good morning, guys. As you can see, we left early. I didn't get much sleep last night. I was too excited to go fishing. Our plan is very simple. We fish 3 hours in a polder to catch a big pike. And then we do a bit of gambling on a canal I know from boat.
and we try to catch big perch on crankbaits. So wish me good luck and enjoy the episode. Moin Leute, ja, YPC Tag 2. Ich habe es jetzt hier erstmal auf Hecht abgesehen, starte gleich meinen Angeltag. Habe eine große Auswahl an Ködern dabei, wie immer eigentlich. Trotzdem eine kleine leichte Tasche, dass ich wirklich Strecke machen kann. Und ja, das ist mein Köder der Wahl, mit dem ich anfangen werde. Gunky Dragspin ist ein neuer Köder, das heißt für euch auf jeden Fall was Neues, was Spannendes. Bleibt dran, ob ich damit einen Fisch fange. Ist quasi eine zigarrenförmiger Köder mit einem Spinnerblättchen hinten dran und ich denke, den werden die Hechte richtig auffressen wollen gleich. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Ich gehe heute ein bisschen Hecht angeln. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. 4 Fische brauche ich noch. Einen guten Bass habe ich in der Wertung, einen Zander, den ich eigentlich auch gerne noch verbessern möchte. Ob das klappt, weiß ich noch nicht genau. Sehen wir dann, aber ich bin eigentlich guter Dinge. Ja, wie gesagt, 4 Fische brauche ich noch. Aktuell 5. Platz, 170 Punkte irgendwas. Aber ich bin mir sicher, da kommt noch was. Jetzt gehen wir erstmal auf Hecht. 2 Stunden habe ich mir auf jeden Fall dafür Zeit genommen. Vielleicht auch noch eine Stunde mehr, je nachdem wie das läuft. Und danach gehen wir auf Zander angeln. Bisschen Streetfishing mäßig, bisschen unter Brücken. Ähnliches Programm oder ähnliches Prinzip wie vorgestern. Wenn die Sonne nachher raus ist, dann geht's auf Zander, vorher auf Hecht. 2 Minuten habe ich noch, dann geht's los. Wir sehen uns. Hello guys, welcome to the second day of fishing. Today I decided to start on a stretch that I just arrived at the good moment of the tide. Unfortunately, there's already a boat fishing, but right now it's standing quite far, so behind the shallow. So that's good for me because I will fish the spot more closer. So guys, the situation right now is that I have a full cart, but not a strong one. So I believe that today people will take my place because yeah, they will fill their cart and they will be in front of me. So I have to improve my cart with any species. So I will go for the 3 species. Here I can catch the Zandros, perch. Then we will go for some polder fishing. And then I have like a safe Zandros spot at the end of the day. Yeah, any fish is welcome, just need improvement. So, finger crossed. Okay, I guess that's it. Here we are, arrived at the first pike spot. We will not stay longer than 15 minutes here. It's just a little hotspot zone where I catch some big pikes last year. I didn't train here, I left them resting. But I can see on the grass that no one has been walking here, so that's good news. Let's look at the water color first. You can see it on a polder. If the water is dark, so it looks black, then it's clear. When it's brown, it's murky. So if you look at the water from a distance and it has this black color, it means that the water is clear. Otherwise it would have the dark brown or light brown tints. So yeah, we will see. The color looks very good. It's better than last time we were here because it didn't rain for 2 weeks. Yeah, we shall see. Ach, die süßen Küken. Die leben doch hier bestimmt gefährlich. Wow, that was epic. We just saw a pike take one of these little ducks in the reed. Wow, that was crazy. We saw the big swirl. Duck gone. There is still one small duck in... No, 2 small ducks in the reeds, but one less. Not normal. Wow, we start to cast there. So Leute, bin jetzt am ersten Spot, fange direkt an mit einem Multi-Vibe und werde erstmal versuchen auf Barsch. Und das ist der Dong vom Clock. So, jetzt ist es endlich soweit. 8 Uhr, es geht los. First cast. Jetzt geht's los. Let's go guys. Let's catch them. I missed one. Shit. That was a Zander. Fuck. But that's good. It means there is some fish on the spot.
eine sehr interessante Angelei, weil es ist sehr flach, sehr schmal, ganz viele Seerosen. Und ich versuche einfach hier wirklich irgendwie so die Ecken mitzunehmen. Alles, was irgendwie interessant aussieht, wo ich denke, da ist ein bisschen Schatten, ein bisschen Unterstand, wo die Hechte sich verstecken können. Das Gute ist, jetzt ist es noch ein bisschen bewölkt, deswegen bin ich jetzt auch früh morgens direkt auf Hecht los. Aber wenn es hier nachher die Sonne voll drauf steht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die sich komplett verkriechen. Und denke, dass die eher, wenn dann morgens noch aktiv sind. Ich hoffe, dass ich hier an dem Spot jetzt sehr bald einen bekomme. Den fische ich nicht zum ersten Mal im YPC. Hier habe ich auch schon zum Beispiel gegen Dietmar oder gegen Enrico auch geangelt. Und ja, ist bekanntermaßen hier eine gute Zanderstelle. Und ich hoffe, ich bringe mir jetzt auch mindestens einen davon. Am besten sogar zwei. Strömung ist relativ stark, das ist eigentlich gut. Wassertrübung finde ich auch okay. Mal schauen, ob sie da sind und auch beißen. Ah, oh, ab, ab. Ein guter Barsch, schade. Ah, Leute, das gibt's doch nicht, Mann. Langsam frage ich mich, was ich auf Arsch mache, Leute. Kein guter Karma anscheinend. Schade, war ein schöner Barsch, aber war nur ganz kurz dran. Hat auch nur gehangen quasi, also hat nicht so hart gebissen oder so, war auf einmal einfach dran. Dann habe ich weiter eingekurbelt, aber hat nicht gehangen. There's always so much bait fish in here, it's crazy. Ah, I caught a line, I think. We take that with us home. That does not belong here. It's a float with braided line. Strange. Never leave your garbage and stuff in the nature, guys. A bird might get stuck in this kind of things. You don't want this. And we change bait also. Maybe they want a more silent presentation. We're not fished out yet. It would be good if we catch a 93 and an 88. Like last year. Oh, hast du gesehen? Ah. Da war einer, aber nicht raufgebissen. Unsere Angler fahren zu Tagesbeginn verschiedene Strategien in unterschiedlichen Revieren. Abgesehen vom kükenfressenden Hecht sind die Räuber aber noch nicht so richtig in Beißlaune. Da hilft einzig in Bewegung bleiben. Zweiter Spot für heute. Wieder ein typischer Zanderplatz, eine Buhne diesmal, ganz klassisch. Ich habe die Stelle gestern kurz trainiert, sofort Bisse bekommen. Und ich hoffe inständig, dass es heute auch so ist. Denn heute brauche ich die Fische auch wirklich. Noch weiß ich nicht, ob sie einfach vielleicht schlecht drauf sind hier. Oder ob sie heute generell an der ersten Stelle, zumindest zu dem Zeitpunkt, nicht waren. Ich fische erstmal mit 18 Gramm. Strömung ist relativ hart. Ich will hier vorne am Buhnkopf fischen und werde dann eventuell auf 14 Gramm runtergehen. Oh, I see a pike! A big one! Big pike! Pike! Really big! Wow, that was a big one! He was just swimming here in the current. Fisch. Erster Wurf. Das ist ein gutes Zeichen. Oh nein! Oh. Scheiße, das ist bitter. Ach, er wäre nicht groß gewesen, aber er wäre auf jeden Fall maßig gewesen. Ich denke ein bisschen über 50. Ist nicht schön, wenn sowas in einem Turnier passiert.
Normalerweise würde man sagen, scheiß drauf, aber so. Aber gut, das zeigt erstmal, dass Fische hier sind. Das meinte ich nämlich, am ersten Spot kam überhaupt kein Biss. Und wenn die da sind, jetzt im Sommer, meistens gleich bei den ersten 1, 2, 3 Würfen, dass da irgendein Zupfer mal kommt. Das lässt darauf hoffen, dass hier vielleicht noch mehr sind. Mauer kriegen. Auch nicht groß, aber ich würde meinen, er ist wahrscheinlich gerade so maßig. Ja, also. Bitte nicht abgehen diesmal. Yes, da ist er. Wer doch gelacht. Kein Zander. Das geht gar nicht. Wie ich es gesagt habe, erster Wurf, Fisch. Das war jetzt der dritte Wurf, den ich gemacht habe. Auf den Fortuna-Shad, das ist kein Riese, aber erstmal ein Fisch, der für mich ganz wichtig ist. Erstens, weil es mein Lieblingsfisch ist und zweitens, weil ich damit erstmal zumindest alle notwendigen Fischarten habe. Hier Fortuna-Shad, ah, das Ding funktioniert. Geiler Zanderköder, steht ja auf der Verpackung, die Zanderwaffe, und das ist er tatsächlich. So, den messen wir schnell. Und dann legen wir ihn drauf. So, und der ist ganz genau 50. Und er darf auch schnell wieder rein, der kleine Bursche. Schön. Na also, Veit braucht nicht lange, um sich von dem kleinen Malheur zu erholen. Mit seinem ersten Zander bringt sich der Routinier in Schlagdistanz zu Sammy und Ton und ist erst einmal erleichtert. Puh, da fällt erstmal ein bisschen Druck davon. Und wie ich sagte, ich hatte ja nun vorher schon den ersten, den ich leider verloren habe, drauf. Ich glaube, es ist realistisch, hier jetzt noch auf einen zweiten Zander zu hoffen und damit auf erstmal eine volle Karte. Wir feiern LMAB Week und hauen drei richtig fette Preise raus. Unser Produktmanager Enrico Di Ventura nimmt einen von euch mit zur Zanderjagd. Turnierprofi Johannes Gasser lädt zum Großhechtangeln ein. Und beim belgischen YouTuber Sami Moib gibt es ein erstklassiges Guiding, auf richtig dicke Barsche abzustauben. Abgerundet werden diese drei unvergesslichen Angeltage mit je einem perfekt abgestimmten Zielfischpaket inklusive Route, Ködern und Zubehör im Wert von je über 500 Euro. Einfach vom 26.10. bis 3.11. Produkte von LMAB shoppen und mit je 50 Euro Warenwert landet automatisch ein Los von dir im Lostopf. Ganz egal, ob du bewährte Klassiker oder brandheiße Neuheiten einkaufst. Online bei Hecht und Barsche bestellen oder im lokalen Fachhandel zuschlagen. In letzterem Fall schick uns bitte deinen Kaufbeleg via E-Mail. Die Hechte wollen gerade mal wieder nicht so wirklich. Ja, man stellt sich das natürlich immer alles sehr, sehr leicht vor. Im Training gehen die Pläne eigentlich immer auf. Man kriegt seine Bisse auf den ersten Metern irgendwo im Polder. Und jetzt, ja, laufe ich hier wahrscheinlich schon wieder einen Kilometer. Ohne Erfolg.
und ohne echten Biss. Ja, deshalb jetzt mal ein Köderwechsel. Auch ein Köder, der neu ist bei Ganki für die Saison. Und das ist der Grouper, ein Swimbait, könnte man sagen. Das ist so ein Hybrid-Swimbait, also hat hinten einen Gummischwanz. Das ist jetzt ein Twister-Tail. Die gibt es aber auch, oder den gibt es auch als Schaufelschwanz. Gehört immer zu einem Köder der Twisterschwanz, der Schaufelschwanz. Also man kann da variieren, man kann da wechseln, was den Lauf angeht. Ja, und auch wieder ein sehr vielseitiger Köder. Vielleicht später einfach ein bisschen mehr dazu, hoffentlich mit Fisch. Ja, Fisch! Yes! Bam! Hat das lange gedauert. Hat das lange gedauert. Hecht auf den neuen Grouper. Mega cool. Auch richtig geiler Biss gewesen. Der Fisch ist richtig aus dem Wasser gesprungen für den Köder. Ich habe jetzt zum Enthaken eine richtig große Zange dabei für Hecht. Das ist eine 38 cm Zange von Ganki. Klar, jetzt für Sonnenhecht vielleicht nicht unbedingt nötig, aber wenn so ein richtig großer Hecht mal den Köder tief drin hat, definitiv geil, eine richtig große, geile Zange zu haben. Ja, 68,5 cm, 69, also im Turnier, also 69 Punkte. Ja, der geht jetzt wieder zurück, denn bei Ganki heißt es ja No Release, No Glory. Ja, danke an den kleinen Hecht. Auf jeden Fall ein kleiner Muntermacher und ein kleiner Mutmacher, weil es hat echt lange gedauert, bis jetzt überhaupt ein Fisch kam. Ja, jetzt einmal kurz wieder alles richten, Vorfach checken, Gerät checken und weiter geht's. Den Hecht hat er sich erlaufen. Nach Veit schließt auch Malte nach oben auf. Beide haben allerdings noch einen vakanten Spot auf ihrer Karte, was bedeutet, dass die Luft für Sammy trotz Full Card dünner wird. Really a small bite when I started fishing, that's it. But like the current is good, there's a bit of wind, not too much. I still trust the spot. I mean, I will stay 2 hours, then I will go back. If I have nothing, I will fish one stretch also, like 20 minutes maybe, before going to the polders. But I mean, I don't need a lot of fish today. I only need like one or two strong fish and I think I can make it to the next group. So yeah, let's stick to the spot. I know there's some fish. Jetzt hier, keine Ahnung, bestimmt 400-500 Meter runtergegangen. Gab leider nichts und ich habe auch leider nicht den Futterfisch gesehen, die ich hier letztens gesehen habe. Und irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, hier jetzt noch länger weiterzumachen. Ich habe schon eine Stunde hier gemacht. Leichterer Kopf, 14 Gramm diesmal und hier ein bisschen in die Buhne reingestellt, dass ich hier vorne diese Steinpackung abfischen kann. Und da ist die Full Cut und der zweite Zander und der ist sogar ein bisschen größer als der erste. Ist auch kein Gigant, aber schöner Zetti. Den habe ich gebraucht und lassen wir hier mal schnell, liegt vorne an, ist über 57,5, also 58 nach Wettkampfregeln. So, und wieder rein mit dem Burschen. Na. Und tschüss. Sehr schön, super. Weiter geht's, vielleicht kommt sogar noch einer in der Kurse. Möglich wär's. Veits Voraussagen gehen bisher auf.
Full Guard und auch strategisch ist er jetzt in einer guten Position, denn das größte Upgrade-Potenzial besteht bei den Zandern, die offensichtlich in Stimmung sind. Als hätte er genau das geahnt, nimmt auch der Spitzenreiter auf dem Weg zu neuen Ufern eine Plananpassung vor. So we have a little change of the plan, just a time change. I see we will drive past the Perch and Zander spot while we go to the polders, so it makes no sense. We first fish, of course, the bridge and then the polder system. And then we drive to a big canal to try and catch a perch on the crankbait. So wish us luck. It's not easy today. We saw one big pike. I think I might have scared it off. It was laying in the current, probably in the need of oxygen. There is this water flow. And now we drive to a famous, known, well-known pike spot after we did the bridge. So wish us luck. Oh, da vorne wird geangelt. Dann drehen wir um. Es geht erstmal ein Stück zurück. Da vorne sind auch Angler. Das ist natürlich nicht so schön. Und wir machen noch ein paar Würfe, da wo ich den einen vorne aufgeschreckt habe, kurz vorm Auto. Und dann geht es erstmal kurz zum Barsch. Also Leute, wie ich erhofft habe, immerhin fahren eine ganze Boote, die hier geparkt waren, alle weg. Gestern, wenn ich hier war am Trainieren, da war gar keine Boote da. Da war nur ein Boot auf der Seite da. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für später. Dann kann ich diese ganze Wand da, diese ganze Mauerseite da wieder abangeln. Ich würde jetzt einfach der Seite hier ein bisschen noch angeln, so 15 Minuten ungefähr. Und dann laufe ich eine Strecke für Hecht, das ist auch direkt hier. Also wir müssen das Auto nicht bewegen. Und nach meiner Hechtstrecke, wenn ich wieder hier bin, dann probiere ich nochmal den Barstelle nochmal in der Hoffnung, dass dann geht doch was da. Die ganze Boote war im Weg. Aber jetzt langsam sieht es besser aus. Auch langsam wird das Wetter auch deutlich schöner. Und lasst uns hoffen, das ist ein Zeichen für einen schönen Tag. I want to win just a few centimeters to fish the stretch more properly, but I will try not to die first and then catch the fish. Yeah, I can feel the difference. I'm just after the rocks, I don't touch them anymore. Maybe it's a bit better. Wie ihr seht, Platzwechsel, bin ich hier am zweiten Spot angekommen. Der erste Spot war nix. Auch echt nicht so richtig zugesagt von der Angelei her. Zu kurze Würfe und so. Hier ist das ein bisschen anders. Kennt den Spot auch, der ein oder andere hat den auf jeden Fall schon gesehen. Ich mache jetzt hier wieder Strecke, Spinnerbait montiert, da habe ich eine schöne Reichweite mit. Gehe hier eine Straße hoch, fische die rechte Seite, gehe die Straße wieder runter, fische die andere Seite. Und hier gibt es auf jeden Fall große Fische. Auch nicht nur ein oder zwei, sondern definitiv ein paar mehr. Es ist halt jetzt nur die Frage, ob wir einen davon finden und ob der Bock hat. Mindestens einen. Besser zwei, vielleicht auch drei. Aber erstmal gibt es jetzt einen. Oh, es gibt wieder einen Barschkamm bis vor meine Füße, wenn man Köder verfolgt. Da, jetzt. Okay, ich weiß nicht, ob der zielt, ehrlich gesagt, ob der groß genug ist, aber ich würde es mal gleich checken. Was ist das? 26,5, also ist 27, guck mal. Kein Monster, aber immerhin bin ich nicht mehr auf der Null, der goldene Null. Ich tue die kleine Schnauze zurück. Oh. Immerhin, 27er Barsch. Nicht ein Traum, aber auf jeden Fall, ehrlich gesagt, eine Riesenerleichterung. Es ist natürlich immer kein gutes Gefühl, auf Zero Fish zu sein. Und vielleicht ist das der berühmte Knotenplatzer. Ich glaube, es heißt nicht so. Aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Boah. Erst ein mutmaßlicher Knotenplatzer in Daniels Schnur und jetzt in Form eines Fisches? Knoten geplatzt, Bann gebrochen, wie auch immer. Daniel ist auf dem Board.
So we do the same strategy as on the first day with light rods and finesse fishing for perch and zander on this spot. We will not stay long here, just make a few casts and try to catch one. Let's fucking go. Big one. Big perch. No, big zander. Oh, that's so bad done. So netted, you idiot. First cast, let's measure it. I think it's an upgrade. And it struck on my blatties. So it is 60 approved. There it goes. Yes, first cast. Okay, we continue here. Always more fish around here. Always. This lure, the blood tease, it's so good for street fishing. It's a small lure, but it produces big fish. Let's continue. That was my first cast. Tons kleine Planänderung hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Mit diesem Upgrade setzt sich der Belgier wieder ein kleines Stück von Veit ab. Der wiederum versucht jetzt noch einmal etwas Neues. Auf den Fortuna-Shad keine weiteren Bisse mehr. Ich will den Spot aber mal noch nicht ganz aufgeben und befische ihn noch mal schnell mit einem Shatterbait. Auch das hat im Training immer mal wieder Zander gebracht in bestimmten Spots. Hier habe ich es nicht probiert. Übrigens, die Buhne ist mal so ein Beispiel, dass manchmal Sachen, die im Training funktionieren, dann auch im Wettkampf aufgehen. Und dass man diese Spots dann auch nicht unbedingt tagelang in Ruhe lassen muss. Denn tatsächlich bin ich gestern hier gewesen, habe auch zwei Zander gefangen, genauso wie heute, und noch mehrere Bisse bekommen. Also scheint das sich zumindest dann auch reproduzieren zu lassen. Ich will der Stelle auch nicht mehr allzu lange Zeit geben, weil ich heute noch viele Sachen habe, die ich gerne beangeln würde. Und das ist dann eigentlich eher eine Frage der Zeit, was ich davon dann tatsächlich nachher auch machen kann. Aber mein Wille und Wunsch wäre es schon, heute noch andere Fischarten zu fangen. Ich kann ja, das ist das Schöne, klar, mich bei allen Fischarten noch verbessern. Beim Hecht vielleicht am wenigsten, aber bei Barsch und Zander auf jeden Fall noch. Und meine Taktik ist eigentlich so für den Rest des Tages, dass ich jetzt noch eine Zanderstelle gleich machen werde und danach dann eigentlich vorrangig an Spots fische, wo alles passieren kann. Veit kann den Rest des Tages auf sich zukommen lassen. Malte hingegen fehlt noch ein Zielfisch. Ja, nächster Platz, kleiner Köder dran, weg vom Hecht, hin zum Barsch. G-Bump 65, der neue, ihr habt den in der ersten Episode oder in der zweiten, ich weiß es gar nicht genau, schon gesehen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Fluss, eine kleine Brücke und versuche jetzt hier einen Barsch zu angeln. Still nothing here on the spot. I don't want to stay the whole day, so I will check the tide right now on my application. And if I think like now that the best point of the tide is gone, if it's the case, I will go to another spot on the way back, one stretch. Then I will fish like a ferry entrance
and then we move for bike fishing. Also Leute, ich habe mich doch umentschieden, weil mein Zander-Spot von nachher, was ich da hinten fahren kann, hat auch viele Hechte. Es ist ein kleiner, sage ich mal, auch ein Fluss, wo es Hechte und Zander gibt. Ich muss ein bisschen spekulieren, dass denn beide da kommen, weil hier ist die Chance auf einen großen Barsch. Die Barsche beißen auch gerade. Ich meine, nicht brillant, aber die beißen. Habe auch ein guter verpasst. Und deswegen, ich habe mich jetzt umentschieden und würde tatsächlich jetzt einfach ein bisschen weiter jetzt auf Barsch angeln, noch eine Runde machen um den Bereich, in der Hoffnung, dass doch ein großer Barsch beißt. Das Gute ist, jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt kann man einfach so wirklich die schattigen Bereiche aussuchen. Direkt in der Nähe von den Mauern zum Beispiel, wo es einen schönen Schatten wirft. Und hoffentlich die Barsche haben sich ja versteckt im Schatten. Klein, aber mein. G-Bump 65. Ja, der wird wahrscheinlich das Minimummaß noch nicht ganz erreichen. Nein. Schnell zurück mit dem Kleinen und nächster Wurf. Fisch. Barsch, das sollte die Full Card sein. Schön genommen den G-Bump. Ihr seht, voll weg. Kleiner G-Slide Streetfishing-Kopf in matt schwarz. 3,5 Gramm. Ja, voll weggeatmet das Ding. Den vermessen wir jetzt. 28. Kleiner Barsch. 28 immerhin. An 1 cm Verbesserung. 27 cm, ja, nicht riesig, aber wichtige Punkte. Der darf natürlich wieder zurück. Immer noch nicht der Größe, das wir brauchen, aber immerhin. Jetzt haben wir zwei Fischer. Muss ich die schnell mal reporten. Und dann weiter geht's. Die Barsche drehen kurz auf, Daniel groovt sich langsam ein und für Malte reicht dieses kleine Exemplar tatsächlich, um fürs Erste an Sami vorbeizuziehen, der damit unter den Strich rutscht. Ton derweil wirft seinen ursprünglichen Plan nochmals um. Okay, so we will not go to the pike polder after the Zander of 60. We will try a bit of Zander fishing, an hour I try. This spot and another spot, and then we drive to the canal for perch. Let's go. This is a nice spot also. Der neueste Scheiß, teilweise bevor überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders schon nicht gibt. Ein Chance auf den Monatscheckpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit dem Lurdrop-Abo ganz bequem bei dir in der Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lurdrop ist für alle geil. Check www.lurdrop.de und werde auch du ein glücklicher Lurdropper. Bonne nouvelle pour tous les pêcheurs français. Lurdrop est maintenant disponible en France sur le site lurdrop.fr. Vous pouvez dès maintenant aller visiter le site.
sieht er also aus. Der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2023. Das perfekte Produkt, das perfekte Geschenk für alle Raubfischfreaks. Denn die Ködervielfalt zum Hecht, Barsch und Zanderangeln ist einfach großartig. Für alle Sparfüchse, denn für nur 99,95 € bekommt man hier einen Warenwert von über 200 Euro. Für alle Sammler und Liebhaber, denn alle enthaltenen Produkte wurden exklusiv nur für diesen Kalender produziert. Und natürlich für alle Glücksspielfreunde, denn jeden Tag wartet ein goldenes Ticket. Je früher du bestellst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken. Deswegen ran an die Tasten. Den Link zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. Ja, hier versuche ich jetzt den Spinnerbait natürlich möglichst nah hier vorne an den Seerosen zu platzieren, wo halt ein bisschen Schatten ist. Weil sonst ist hier halt nicht viel mit Schatten. Ich habe da vorne so eine Kante, wo ein bisschen Schatten dann lang geht. Ein, zwei Bäume drüben, das hört jetzt aber schon auf hier. Das heißt, ich versuche wirklich alles zu nutzen, was ich irgendwie an Unterstand hier drin habe vielleicht. So, natürlich so ein geiler Gap dazwischen, kann man schön zwischenher ziehen. Zwischendrin versuche ich bei der Köderführung von dem Spinnerbait den zwischendurch mal ein bisschen absinken zu lassen oder auch mal zu beschleunigen. Das mache ich ja meistens über die Rute einfach. Und dann flärt der Skirt immer so ein bisschen auf. Das sieht immer ganz nett aus eigentlich. Hat doch schon den ein oder anderen Biss gebracht. Der Fisch an! Ja! Oh! No! No! No, I lost it! Fuck! That was a good fish! Let's try again, huh? I don't think he will come again. Ah, fish! Good one! Fuck! Oh man! How is it possible? The strike was good. I hook it good, two different pikes. But there's fish in this water and they are moving. Let's hope for a third one. I think, honestly guys, if I would have managed to land these two fish, my ass would be 100% safe right now, really. So, let's hope for another one. Huh? They seem to be quite active, maybe there's a bit of wind, a few clouds, maybe it's a good conditions for pike fishing. We will see. So, letzter Versuch, Fortuna Chat nochmal, diesmal in einem etwas natürlicheren Dekor. Obwohl das Wasser recht trüb ist, aber gerade mit der Farbe habe ich auch im trüben Wasser sehr gute Erfahrungen gemacht hier mit diesen zwei extrem UV-aktiven Punkten drin. Und die geht irgendwie immer. Schauen, ob es jetzt noch ein Zetti bringt. Ansonsten ist der Platz wahrscheinlich schon ausgefischt. Das ist halt die Realität. Wenn man jetzt nicht die absolute super Topstelle hat, da fängt man dann vielleicht zwei, drei. Ich hätte ja jetzt auch fast drei gehabt hier. Und dann kann man ewig weiter angeln und hat dann auch immer die Chance, mal wieder einen drauf zu bekommen. Aber so eine richtige Beißphase wird man höchstwahrscheinlich erst wieder dann bekommen, wenn man das macht, was ich gleich vorhabe, nämlich einen Spotwechsel. Also mein Tipp im Sommer, wenn ihr auf Zander angelt, fischt die Stellen nicht ewig lange aus, sondern macht kurzen Prozess. Entweder der Fisch ist da, dann gibt es auch Bisse, oder er ist nicht da. Und dann gibt es wahrscheinlich auch keine Bisse. Und wenn man dann so ein 10 cm Gummi hat, hier wie es der Fortuna Chat ist, da kann man erstens alle Fischarten damit fangen. Und das ist auch ein sehr zuverlässiger Köder, der sowohl kleinere als auch größere Zander anspricht. War der Biss? Jo. War richtig schön.
Ja, natürliche Köderfarbe hat gleich noch mal einen Biss gebracht. Diesmal allerdings, ich habe auch eine ganz andere Bahn geworfen. Weiter draußen an der Strömungskante, vom Gefühl her war es nur ein sehr kleiner Zander. Klar, wenn man beim Zander angelt, wenn man Bisse bekommt, also dann lohnt es sich, so einen Spot dann schon so ein bisschen zu fischen, aber es wird dann eben schnell auch ruhiger. Also die Fische beißen oft in den ersten Würfen und so war es jetzt hier auch. Platzwechsel wäre eigentlich effektiver, aber ich hätte natürlich schon Lust, noch einen jetzt hier gleich zu fangen. Wenn man an einem Spot steht und der ist heiß, man weiß ja, die Fische sind auf jeden Fall noch da. Die sind jetzt nur ein bisschen vergrämt dadurch, dass ich ja schon welche gefangen habe. Man da auch noch Bock weiterzumachen. Hechte haben keinen Bock. Ich glaube, die haben einfach keinen Bock. Bis hier fast meine Stunde durch an dieser Stelle. Einmal hoch, wieder runter. War leider nichts. Das heißt, ich setze mich jetzt ins Auto, fahre schnell noch eine andere Stelle an, mache da noch mal 5 Minuten und dann geht es weiter zum Zanderangeln. Also ich bleibe auf jeden Fall erstmal beim Plan. Auch wenn das jetzt hier nicht geklappt hat, ich spekuliere darauf, dass vielleicht auch beim Zanderangeln ist auch noch die Möglichkeit, dass da ein Hecht kommt zwischendurch. Aber ja, da müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Von wegen noch ein paar Würfe auf Hecht und dann geht's ab zum Zander. Fisch an. Mist. Third fish that I miss. I have to stay focused. Even with 3 bites that I lose. And just hope that one will be out of the water before the end of the day. So, jetzt wirklich der letzte Wurf hier an dem Spot. Wahrscheinlich bekomme ich da wieder einen Biss und dann will ich wieder noch einen Wurf machen. Aber nein. Ich hoffe jetzt, dass bei dem Wurf keiner beißt, damit ich dann entspannt gehen kann. Ich hab's doch gewusst. Letzter Wurf, diesmal weit draußen an der Strömungskante, ist aber mutmaßlich kein allzu großer Fisch. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich damit irgendwas anderes rauswerfen kann, aber ich vermute es mal nicht. Den lande ich jetzt auch mit Absicht mit der Hand, weil das ist Quatsch, wenn ich hier jetzt eben im Wasser stehe. Kescher, ihr seht ja, liegt daneben. Zack, Haken raus. Ja, die natürliche Köderfarbe. Und der Zetti darf gleich wieder rein. Das ist meistens so, die besseren Fische beißen gleich am Anfang und deswegen habe ich mich entschieden, auch wenn ich jetzt diesen Fisch noch gefangen habe, war ja ein schöner Abschluss für die Stelle, 3 Zander an der Buhne, direkt zu gehen und noch einen anderen Platz anzusteuern, wo es auch Zander gibt, wo ich aber zumindest eine geringe Chance sehe, Topwaterpunkte zu holen. Wäre ja auch noch eine Option für mich. Also auf geht's. So much current here. Should be very good for a Zander. Then we definitely have to check out the other Zander spot also. Okay, let's go. We go to a big Zander spot with this current, that should be very good. Veit reißt sich also schweren Herzens los und auch Ton bleibt in Bewegung. Die Fische machen es den Anglern bisher schwer, was jeden Fang aber umso wichtiger macht. Für wen geht hier noch was am Vormittag? Pugs are biting, man, so we will continue, we will stick to polders. Maybe until the end of the day, I don't know yet, but man, I only need one, just one. Finally! Oh man, feels so good. Whew. Not super big, but already a nice improvement, guys. So how long are you? Better. How long is it? 73. I have the half, so 70. Four, you good? 74 centimeter pike, not the beast I want,
but already a good improvement, guys. I'm so happy. Okay, let's go back. Yep. Yeah, it's back, perfect. Oh, yes. That's good, that's really good, because I had only one pike biting during training and I decided to let the spot rest. I honestly didn't know there is so many pikes, or maybe they're just all active right now, I don't know. But anyway, we will continue fishing this boulder for a few hours, I think. Im vierten Anlauf klappt's. Sehr bemerkenswert, wie wenig sich Sami von den vorherigen Fehlbissen hat aus der Ruhe bringen lassen. Ein richtig wichtiges Upgrade, mit dem er wieder an Malte vorbeizieht und eng an Veit heranrückt. Der ist inzwischen nach kurzer Fahrt wieder am Wasser. Der neue Spot ist erreicht. Und es geht auf jeden Fall erstmal erneut auf Zander. Vielleicht ist hier noch ein besserer Fisch möglich. Auch die Stelle habe ich gestern trainiert und hatte auch direkt einen gefangen. Vor ein paar Tagen war sie sogar mal ziemlich gut. Ist allerdings nicht total safe, der Platz. Also manchmal sind die Fische hier, manchmal nicht. Ich werde gucken, ob sie jetzt hier sind. Und ich werde auch die Augen schon allein deswegen genau aufhalten, weil hier nämlich teilweise auch viele Rapfen rauben. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt tun. Wenn das der Fall sein sollte, ich habe Topwater-Köder dabei, werde ich die ja auch zum Einsatz bringen. Aber erstmal das, was mir am meisten nach Spaß macht, Zanderangeln. Mein erste Hälfte des Tages ist vorbei. War immerhin besser als der erste Hälfte meines Tages am ersten Tag. Zwei Fische. Ja, the Wunder, sage ich mal, und die große Vision, die ich gehabt habe, der ist noch nicht wirklich passiert bis jetzt. Aber es ist nur die Hälfte des Tages vorbei. Es gibt immer noch die nächste Hälfte. Und ich angle noch ein paar gute Spots. Ich komme gleich in 5 Minuten an einen Polder an. Und danach geht es dann zu einem Sunderspot. Und ich muss mal hoffen, dass wirklich alles richtig läuft, was richtig laufen kann. Ob das passiert, seht ihr sicherlich in der letzten Folge. Bis bald, Leute. Ciao. Ungewöhnlich ruhige Töne zum Abschluss. Daniel und auch Alex stehen vor den entscheidenden Angelstunden mit dem Rücken zur Wand. Davor liefern sich die anderen ein enges Rennen. Malte steht unter Zugzwang, aber keiner der ersten drei hat zu diesem Zeitpunkt ein so starkes Board, dass er hier das Angeln frühzeitig einstellen könnte. Bei unbestreitbar schwierigen Bedingungen kann eine gute Serie oder ein Ausnahmefisch in der Schlussphase die Entscheidung bringen. Und wer weiß, ob der Mut der Hoffnungslosigkeit hier doch noch ein Wunder erzwingt. Die Zeichen stehen auf Herzschlagfinale. Ob es wirklich eines wird, seht ihr schon am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und freuen uns über eure Unterstützung in Form von Likes, Kommentaren oder Besuchen in unserem Online-Shop.